Herzlichen Dank für diesen sehr berührenden Einstieg. Ein herzliches Willkommen in der Freien Evangelischen Gemeinde Essen-Mitte. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, der uns geschaffen hat, im Namen Jesus Christus, der uns gerettet hat, und im Namen des Heiligen Geistes, der in uns lebt. Amen. Wie schön, dass wir heute Morgen zusammengekommen sind, um Gott die Möglichkeit zu geben, uns in dieser Stunde nahe zu kommen. Das wünsche ich uns allen, dass wir diese Berührung in einem Moment hier in diesem Gottesdienst heute und hier spüren können. Ein besonderes Willkommen an unsere Gastpredigerin, Frau Joan Brüggemeier, Pastorin im Ruhestand. Ich habe letzte Woche schon ein bisschen mit Ihnen gesprochen und natürlich auch ein bisschen im Internet recherchiert. Und ich beschreibe ganz kurz den Weg von Ihnen. Der ist sehr spannend. Sie kommen aus Edinburgh in Schottland. Der Weg ging dann in jungen Jahren schon nach Bochum und andere Städte in Nordrhein-Westfalen, dann über Freiburg ganz in den Süden und wieder zurück ins Ruhrgebiet. Seit einigen Jahren sind Sie im Weigle-Haus engagiert tätig und so kam auch der Kontakt zustande, dass wir Sie heute zum Predigen begrüßen dürfen. Herzlich willkommen. Ich bete mit uns und wir stehen dazu auf. Herr Jesus, immer wieder zeigst du uns deine Liebe. Dafür danken wir dir. Gib, dass unser Vertrauen zu dir bleibt und wächst, und hilf, dass wir unser Leben so gestalten, wie du es für uns vorgesehen hast. Herr Jesus, viele Stimmen dringen auf uns ein. Lass uns deine Stimme heraushören und dir folgen. Sprich uns an, mach uns Mut, schenk Freude, lass uns nicht los, hab Geduld mit uns, heute und morgen und alle Tage unseres Lebens. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen das erste Lied, bei dem wir schon ein wenig erspüren können, worum es bei einem Leben mit Gott geht. Ansagen. Ich versuche es kurz zu halten. Am Donnerstag, den 11.04. um 10 Uhr findet das Bibelgespräch im Gemeindehaus statt. Am Donnerstag, den 11.04. abends um 19 Uhr ist ein Treffen der Gottesdienstleitenden hier im Gemeindehaus. Am Samstagabend haben wir das schon jetzt lang erhoffte und ersehnte Knirchenquiz. Am 17.30 Uhr geht es los hier mit einem Ankommen, mit Live-Musik und so gegen 18 Uhr geht dann das Quiz los.
bin schon sehr gespannt, was uns erwartet und freue mich auf diesen bestimmt sehr schönen Abend. Nächsten Sonntag am 14.04. ist um 10 Uhr hier wieder Gottesdienst mit Gerald Kunde. Jetzt gucke ich schon mal das Wochenende drauf, denn das sind auch noch mal zwei ganz wichtige Termine. Am Samstag, den 20.04., ist hier der Haus- und Hoftag. Unser schönes Gemeindehaus braucht eben an manchen Stellen auch seinen Frühjahrsputz, so wie zu Hause ja auch. Und da wir nicht in Köln sind, wo es ja bekanntlich die Heinzelmänner gibt, müssen wir das wohl selber machen. Um 10 Uhr geht's los, um 13 Uhr wollen wir fertig sein und uns mit einem leckeren Essen noch stärken. Je mehr dabei sind, desto schneller sind wir fertig. Bitte tragt euch draußen auch da auf der Liste ein, damit wir so ungefähr planen können, was wir uns überhaupt vornehmen können für diesen Tag. Am Tag drauf, am Sonntag, können wir dann hier in den wunderbar geputzten, sauberen, schönen, renovierten oder was auch immer voransteht, Räumen, unsere Jahreshauptversammlung halten. Die ist nach dem Gottesdienst. Der Teil vor dem gemeinsamen Mittagessen ist für alle, ist öffentlich. Dann essen wir gemeinsam zu Mittag. Dafür hängt auch wieder eine Liste draußen, wo man sich bitte einträgt, was man mitbringt. Die Einladungen zu der Jahreshauptversammlung liegen in den Fächern aus. Nehmt sie bitte mit, lest sie genau durch. Und da in diesem Jahr auch wieder drei Gemeindeleitungsmitglieder zur Wiederwahl stehen, ist die Teilnahme schon wirklich auch sehr wichtig. Wer nicht da sein kann, kann auch gerne per Briefwahl an der Wahl teilnehmen. Bitte meldet euch dazu entweder heute bei mir oder während der Woche dann bei Gerald Kunde, um die entsprechenden Unterlagen zu erhalten. Ja, nach so vielen Ansagen möchte ich jetzt einmal kurz beten. Guter Gott, du siehst, was in den nächsten zwei Wochen alles geplant ist hier in deiner Gemeinde. Bitte sei du bei jedem Treffen mitten unter uns und zeige uns, was du mit uns vorhast. Amen. Jeder, der letzte Woche da war, hat eine Ahnung, was hier so mit diesen Schmetterlingen ist. Es war ein wunderschöner Ostergottesdienst und ich frage dich und ich frage sie heute, wie fühlst du dich heute nach einer Woche? Bist du von dem Ostergeschehen noch völlig aus dem Häuschen über diese unglaubliche Auferstehung Jesu? Oder ist die Freude während der Woche schon ein bisschen abgeebbt? Und du fragst dich, kann das überhaupt wirklich alles so geschehen sein? Oder du denkst vielleicht, naja, lass den Christen ihre Freude, ich kann damit so gar nichts anfangen. Wie soll ein denkender Mensch sich auf so etwas einlassen, was nicht zweifelsfrei bewiesen ist? Höre einmal kurz in dich rein, wo du heute Morgen stehst. Die gute Nachricht ist auf alle Fälle, dass Gott dich genauso, wie du dich gerade fühlst, berühren will mit seiner großen Liebe. Vielleicht fällt uns das manchmal leichter, wenn wir darüber singen und ins Lob Gottes einstimmen, in Liedern und in Texten. Wir singen das Lied »Mutig komme ich vor den Thron«.
Heute ist ein Text von Dietard Zils in Anlehnung an den Psalm 27. Der Herr ist Aussicht in aller Aussichtslosigkeit. Warum soll ich resignieren? Der Herr ist langer Atem in aller Atemlosigkeit. Warum sollte ich aufgeben? Und steht es 1000-mal in jeder Zeitung, dass Glaube, Kirche keine Zukunft habe. Ich habe keinen Grund, es nachzureden. Und sind auch die verbürgerlichten, angepassten Christen die stärksten Argumente gegen mich. Sie wiegen nicht auf gegen das eine, Jesus von Nazareth, der lebt und lebendig macht. Und sind die Verhältnisse so, dass man fragt, warum schweigt Gott zu all der Ungerechtigkeit, die doch zum Himmel schreit? Dann leihe ich ihm meine Stimme und man wird hören, dass Gott schreit. Aber eines brauche ich und darum bitte ich den Herrn. Eine Handvoll Menschen, die meine Sicht teilen, die immer wieder zusammenkommen, versammelt sind in deinem Namen und erfahren, dass du, Gott, mitten unter uns bist. Nur so werden wir der Versuchung zur Resignation widerstehen. Nur so werden wir das Unmögliche möglich machen, Friede und Gerechtigkeit. Nur so werden wir Menschen wie jener Jesus aus Nazareth, bis zum Letzten da für den Menschen. Bis zum Letzten vertrauend, dass deine Liebe stärker ist als der Tod. Mit dem nächsten Lied vor der Predigt freuen wir uns noch einmal über die Auferstehung.
Guten Morgen, ich freue mich, heute Morgen bei Ihnen zu sein und mit Ihnen Gottesdienst zu feiern. Ich hoffe, Sie haben eine gute Woche gehabt seit letzter Woche, wo wir diesen fröhlichen Ostergottesdienst gemeinsam gefeiert haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir kommt das schon viel länger vor als nur eine Woche, seitdem wir hier waren. Vielleicht liegt das daran, dass ich eine viertägige Kurzurlaub in Holland diese Woche hatte. Wochen können sehr unterschiedlich sein. Manchmal gehen sie im Nu vorbei und manchmal ziehen sie sich hin. Manchmal kommt es uns sehr lange vor, seit eine Woche vorbei ist, und manchmal denken wir, es war wie gestern. Ich frage mich, und ich nehme das deshalb als Einleitung, wie es Thomas gegangen ist in der Woche nach Ostern. Denn da hat er sehr Unterschiedliches erlebt zu seinen Mitjüngern. Ich lese Ihnen den Predigttext, worauf ich mich beziehe. Das findet im Johannesevangelium, Kapitel 20 statt, die Verse 19 bis 29. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denn denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage drauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagt er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Unmittelbar vor diesem Text lesen wir, wie Maria Magdalene das leere Grab gefunden hatte, zu Petrus und Johannes hingelaufen sind, um ihnen das zu sagen, und sie sind wiederum hingelaufen, um zu sehen, ob das alles stimmte, was Maria erzählte. Danach erscheint Jesus zu Maria Magdalene, dann erscheint er zu den Jüngern, die sich hinter einem verschlossenen Tür versteckt halten. Und Thomas verpasste diese entscheidende Begegnung mit Jesus. Wie muss das für Thomas gewesen sein? Denn bevor diese Begegnung mit Jesus stattfanden, hatte er eine völlig verängstigte Truppe zurückgelassen und sich aus dem Versteck hinausgewagt. Oder er hielt sich woanders versteckt und stieß auf seine Freunde hier zu, ohne zu wissen, dass bei ihnen etwas Entscheidendes sich verändert hatte.
Als er auf den Jüngern trifft, hat eine großartige Verwandlung stattgefunden. Die sind nicht mehr ängstlich, sondern euphorisch. Und es ist fast so, als ob sie gemeinsam halluziniert hätten, weil die erzählen, dass Jesus lebt. Jesus, der seit 3 Tagen im Grab ist, dass er lebt und mit ihnen geredet hat. Wie in aller Welt sollte das möglich sein? Trotz aller Berichten konnte sein Gehirn das nicht fassen. Er brauchte mehr Beweise, um das wirklich glauben zu können. Genauso wie Petrus und Johannes mehr Beweise brauchten, um Maria zu glauben, dass sie die Wahrheit sagte. Er zweifelte an den Berichten seiner Freunde, merkte aber eine Veränderung in ihrer Haltung. Und vielleicht fing er an seinen eigenen Verstand zu zweifeln. Vielleicht machte er sich Vorwürfe, dass er nicht bei ihnen gewesen ist, als diese entscheidende Chance, Jesus nochmal zu begegnen, geschehen sei. Vielleicht käme solch eine Chance nie wieder und er würde nie wieder Jesus erleben, so wie seine Freunde. Vielleicht fragte er, bin ich ein schlechter Gläubiger, ein schlechterer Mensch als ein schlechterer Jünger als meine Freunde, dass Jesus ihnen erschienen ist und mir nicht. Bin ich schuld daran, dass ich Jesus verpasst habe? Die Vorstellung, etwas Wichtiges verpasst zu haben und die Angst, diese Situation nicht wieder gut zu machen zu können, macht etwas mit uns. Es raubt uns unseren inneren Frieden. Und wie werden die anderen Jüngern in dieser Zeit mit Thomas umgegangen sein, der ihnen nicht glauben wollten und daran zweifelten, was sie erlebt haben? Würden sie ärgerlich? Hatten die Verständnis dafür? Fühlten sie sich überheblich als bessere Jünger? Was hat es mit der ganzen Gruppe gemacht? Wie leicht ist es, jemanden zu einem Außenseiter zu machen, weil er die Meinung der Gruppe nicht teilt? Wie gehen wir mit Menschen um, die unseren Glauben nicht teilen? Wie gehen wir um mit Gemeindemitgliedern, die plötzlich vom Zweifeln geplagt sind? Welche Botschaften schicken wir ihnen bewusst oder unbewusst? Ich könnte weiter spekulieren, wie es den Jüngern und Thomas ging, aber das wäre Spekulation. Aber ich glaube, wir können festhalten, dass eine Woche sehr lang sein kann, wenn man mit einer Gruppe eingeschlossen ist, die unterschiedliche Meinungen sind zu dem, was unsere Lebenserfahrung uns beigebracht hat. Und auch, dass die Vorstellung, eine große Chance im Leben verpasst zu haben, einem zum Verzweiflung treiben kann. Sich dennoch treu zu bleiben und offen zuzugeben in eine Gruppe, ich brauche andere Beweise, um die Wahrheit zu erkennen, als das, was ihr liefert, das erfordert Mut. Und Mut ist etwas, was Thomas hatte. Und das wird sehr oft vergessen. Wir kennen ihn alle als der Junge, der zweifelte. Aber es wird leicht übersehen, dass er eins der mutigsten Jünger überhaupt war. Im Johannesevangelium Kapitel 11 wird erzählt, dass Jesus zu Lazarus gerufen wurde. Er wollte dorthin, weil Lazarus krank ist. Die Jünger sagten, das geht doch gar nicht. Die Menschen dort haben dich fast gesteinigt. Dein Leben ist in Gefahr. Du kannst nicht dort hingehen. Und Jesus erzählt, Lazarus ist tot. Für die Jünger noch weniger Grund, dass er dorthin geht. Er konnte ja nichts mehr machen, dachten die. Thomas dagegen sagte, wenn er dahin will, dann gehen wir auch, auch wenn es unser Tod bedeutet. Ein anderer Hinweis auf seinen Mut ist vielleicht, dass er diese verschlossenen Tür und sicheren Versteck gelassen hatte. Er ist außerhalb des Hauses gewesen. Die anderen hielten sich alle noch hinter verschlossene Türen. Thomas war ein Junge, der alles aufgegeben hatte, um Jesus nachzufolgen.
Und er vertraute und liebte Jesus so sehr, dass er bereit war, ihn in den Tod zu folgen. Und dennoch ist er auch jemand, der Zweifel hatte, als die ersten Berichte über die Auferstehung kamen. Das Johannesevangelium berichtet sehr fair von Thomas. Er erzählt von den Heroischen und auch von den Zweifeln, die er hatte. Die Wiedergabe der Kirchengeschichte von Thomas ist nicht immer so fair gewesen. Von seinem Mut hören wir wenig, viel aber von den Zweifeln. Da wird man seinen Charakter und seine Leistung als Jünger gar nicht gerecht, wenn wir nur diese Zweifel im Vordergrund stellen. Und das ist auch eine Ermahnung an uns. Wie oft sind unsere Bilder voneinander einseitig geprägt? Wie fair berichten wir übereinander? Betonen wir und geben wir die Fehler anderer weiter im Gespräch, ohne ihre guten Merkmale zu erwähnen? Halten wir andere Menschen aus, die anders glauben als wir und die Zweifel haben? Thomas gehörte zu dem inneren Kreis der Nachfolge Christi, auch mit seinen Zweifeln. Das würde nie in Frage gestellt hier. Die Bibel ist ein sehr ehrliches Buch. Es beschreibt immer Menschen mit all ihren Schwächen und ihren Stärken. Nichts wird vertuscht, denn wir können Gott auch nichts vormachen. Er weiß, dass wir Menschen sind und Menschen haben Fehler, jede von uns. Er kennt unsere Schwächen und unsere Stärken. Und deshalb begegnet er uns auf der unterschiedlichste Art und Weise, zu den unterschiedlichsten Zeiten und an unterschiedlichsten Orten. Und er tut das, ohne uns Vorwürfe zu machen, sondern er begegnet uns mit Liebe und schenkt uns genau das, was wir brauchen. Schaut, wie Jesus die Jünger nach seiner Auferstehung begegnet ist. Alle waren sie verzweifelt. Sie alle hatten erlebt, wie ihre Träume der Zukunft sich zerschlugen und ihr bester Freund starb. Sie hatten existenzielle Ängste und verstanden nicht, wo sie Gott in dieser Situation finden könnten. Jesus begegnete jedem mit Liebe, Verständnis und ohne Vorwürfe und schenkte ihnen genau das, was er brauchte. Er begegnete Maria Magdalena. Alleine, er sprach sie an, sie hörte seine Stimme und er gab sie eine Aufgabe. Er riss sie aus ihren Tränen heraus, tröstete sie, lässt Hoffnung wieder entstehen und gab ihr einen Auftrag. Der Junge, den Jesus liebte, erhält ein Zeichen, das zurückgelassene Grabtuch und die Binde um den Kopf. Er sieht das und er verstand. Mehr brauchte er nicht. Sein Evangelium berichtet immer von Zeichen, die auf Jesus deuten. Seine tiefe Liebe zu Jesus erlaubte, dass er schnell erkannte, was Jesus gemacht hat und was los war. Jesus begegnete Petrus, der voller Schuldgefühle steckte, wiederum sehr verständnisvoll. Dreimal würde er von Petrus verraten. Dreimal darf Petrus ihm seine Liebe wieder erklären und er wird erneut beauftragt. Jesus begegnete den Jüngern, die voller Angst sich versteckt hatten, mitten in ihrer Angst, dort, wo sie sich am verwundbarsten fühlten, zurückgezogen, wo niemand sie sehen sollte. Er durchschritt die verschlossene Tür ihrer Ängste und bot ihnen Frieden an, hauchte ihnen seinen Geist ein und nahm ihnen ihre Angst. Den Jüngern nach Emmaus begegnete er auf der Flucht vor ihre Lebensprobleme, ihre Ängste. Und er legte ihnen den Schrift aus, damit sie verstehen konnten, was gerade in ihrem Leben passierte. Und Thomas nimmt er den Zweifeln
Er nimmt die Zweifel ernst, ohne Vorwurf. Er wird weder getadelt, noch seine Jüngerschaft in Frage gestellt, noch eine Erklärung angeboten, warum er so lange seine Zweifel aushalten musste. Aber als die Zeit reif war für Thomas in Gottes Augen, fand eine Offenbarung statt, der alles Zweifel verschwinden ließ. Es ist, als ob Jesus zu ihm sagte: Zweifel nicht mehr. Ich nehme dir deinen Zweifel. Ich habe deine Kollegen ihre Ängste genommen und ihnen Frieden stattdessen geschenkt. Du hattest nicht so viel Angst wie sie. Dafür waren deine Zweifel größer. Nun nehme ich dir deine Zweifel. Überzeuge dich selbst. Ich lebe, damit du leben kannst. Empfange von mir Überzeugung, die du brauchst, damit du mir weiter dienen kannst. Deine Zweifel sei dir genommen, empfange stattdessen Glaube. Zweifel nicht mehr, sondern Glaube. Jesus weiß, wo unsere Schwachpunkte sind. Und er ist bereit, uns dort zu begegnen, wo wir ihn am meisten brauchen. Wir müssen ihn und einander nichts vormachen. Wir dürfen wie Thomas unsere Zweifel offen aussprechen und wie die Jünger unsere Ängste zugeben. Indem wir ehrlich unsere Nöten vor Gott bringen, dürfen wir darauf vertrauen, dass er zum richtigen Zeitpunkt uns begegnen wird und uns schenken wird, was wir brauchen, damit wir weiter mit Vertrauen und begründeter Hoffnung ihm dienen können. Gott geht sehr barmherzig mit uns und unsere Schwächen um. Lasst uns das miteinander ebenfalls machen. Und einen weiteren Punkt: Jeder von diesen Menschen hat eine Offenbarung gehabt, damit die mit fester Überzeugung an Gott, an die Auferstehung glauben können. Eine geschenkte Offenbarung, wie ein Bekehrungserlebnis. Das ist nicht was, was sie machen konnte. Es ist nicht was, was man tun kann. Es ist ein Geschenk Gottes. Jesus spricht diejenigen selig, die ohne ein Bekehrungserlebnis und Offenbarung glauben. Wir Christen sind sehr gut drin, Menschen einzuteilen in die, die richtig glauben und die nicht richtig glauben. Jesus begegnet allen mit Liebe. Zu der richtigen Zeitpunkt schenkt er denen das, was sie brauchen, für die Aufgaben, die er für sie vorbereitet hat. Denn diese Offenbarungen kommen alle mit einem Auftrag. Geht hin und erzählt, dass ich lebe. Oder geht weiter im Leben und habt keine Angst. Geht hin und vergibt. Jesus hatte ein großes Anliegen. Kurz vor seinem Tod, eines seiner letzten Gebete war für die Einheit der Christen. Dass wir einfach uns klar machen, jede Offenbarung, jedes Erlebnis mit Gott, die wir bekommen, dient dazu, dass wir durch Liebe, unsere Liebe zu Gott sich ausbreitet in Liebe zueinander und zu anderen Menschen. Das ist der letzte Wille Jesus gewesen, dass wir Christen untereinander Einheit haben. Dafür dient jede Offenbarung, die wir von ihm bekommen. Und in diesem Sinne, lasst uns gehen mit der frohen Botschaft von Ostern und uns erkennen lassen durch die Liebe, die wir zueinander haben und zu alle anderen, die auch anders sind als wir. Denn wenn wir nur lieben diejenigen, die wie wir sind, lieben wir nur uns selbst. Liebe zeigt sich aus, dass man lernt, andere zu lernen, zu lieben, die anders sind. Das ist die wahre Liebe. Amen. Wir haben noch einen kleinen Moment der Stille, um über das gerade Gehörte noch einmal nachzudenken.
Wir wollen das nächste Lied singen. Herr, ich komme zu dir. Gebet, bitte ich Sie aufzustehen. Wir beten zu dir, auferstandener Herr, den kein Grab mehr hält, den keine Zeit mehr begrenzt, den kein Gedanke mehr fasst. In dir steht das Unbegreifliche vor uns, wird das Unmögliche wahr. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? Wir beten für alle, die in sich selbst gefangen sind und nur dem Kreis ihrer eigenen Möglichkeiten trauen. Erbarme dich. Wir beten für alle, die in der Enge der Welt nach dir fragen, die dich suchen wie die Luft zum Atmen, die sich sehnen nach der Freiheit der Kinder Gottes. Erbarme dich. Wir beten für alle, denen keine Hoffnung bleibt, die in Bedrängnis verstummen, die ohne Aussicht auf Heilung oder Hilfe sind. Erbarme dich. Wir beten für alle, die sich selbst verloren haben, die Andersdenkende verachten, die blind geworden sind für die Weite und Würde und Widersprüchlichkeit allen Lebens. Erbarme dich. Wir beten für alle Ausgenutzten, für alle, die nur noch funktionieren, für alle, deren Lebensentwürfe zerbrochen sind. Erbarme dich. Auferstandener Herr, in dir wird das Undenkbare wahr. Der Tod ist zur Tür ins Leben geworden. Wir können dieses Geheimnis nicht begreifen, aber wir wollen im Glauben darin heimisch werden als deine Kinder. Dir vertrauen wir uns an in Zeit und Ewigkeit. Und wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Der Gottesdienst ist kurz vor dem Ende. Ich danke allen, die diesen Gottesdienst vorbereitet und durchgeführt haben und uns auch gleich noch eine angenehme Zeit drüben im Bistro bereitet haben. Vielen Dank auch Ihnen, Frau Brüggemeier, für Ihre interessante Predigt. Wir singen nun das Segenslied, das nicht ganz so bekannt ist, aber mit Hilfe von Ernesto Binondo werden wir bestimmt bei der zweiten Strophe alle mit einstimmen können. Ihnen spielt das Lied einmal vor. Der Herr segne dich schon jetzt. War das Lied gar nicht, haben ja viele mitgesungen. Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen, sonnigen Frühlingssonntag und denken Sie auch noch an die Kollekte am Ausgang. Zum Segen stehen wir bitte auf. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Und wir dürfen jetzt nochmal Platz nehmen und uns nochmal auf ein weiteres schönes Lied freuen. The cruelness of another.
There's a grace.